Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu exkluzivního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia, týkajícího se dění kolem prezidentských voleb a volebních podvodů v Brazílii. Dnešním hostem je Fernando Teles de Sequeira přímo z Brazílie, který nám osvětlí tamní dění a poskytne informace, které v politicky ovlivněném mainstreamu neuslyšíte. Vysílání bude dnes dvojjazyčné. Fernando kromě mateřské portugalštiny hovoří i částečně německy, takže se budeme společně bavit v němčině. Vám, posluchačům, budu vše překládat do českého jazyka. Překládat budu v první osobě tak, aby nedošlo k mýlce. Toto téma, tedy téma volebních podvodů v Brazílii, jsem si na dnešní výjimečný den, protože u nás probíhají samozřejmě dnes a zítra taktéž prezidentské volby, vybral právě proto, že volby prezidentské jsou hlavním tématem číslo jedna. Po celou dobu pořadu můžete tak, jak jste zvyklí, posílat SMS dotazy na studiový telefon 608 065 958 a od 20. hodiny a 15. minuty můžete na studiový telefon přímo volat a dotazovat se samozřejmě tak, jak už to z našich vysílání znáte. Fernando, vítám tě ve vysílání Svobodného rádia. Poprosím tě, aby jsi se nejprve představil našim posluchačům, které dění v Brazílii velice zajímá. Fernando, herzlich willkommen bei Svobodné rádio. Ich bitte dich, sich zunächst unseren Zuhörern vorzustellen, die sich sehr über die Lage in Brasilien interessieren. Ja, guten Tag an alle, die uns zuhören. Ich freue mich, mit dem tschechischen Volk über Brasilien zu unterhalten. Wie gesagt, das, mein Name ist schon bekannt. Ich bin 75 Jahre alt und seit meiner Jugend bin ich ein Teilnehmer an christliche-katholische Bewegungen in Brasilien und gegen den Kommunismus. Das war an der Uni, wo ich studiert habe, und ich habe die größte Organisation, christliche Organisation gegen den Kommunismus teilgenommen in Brasilien. Das ist die Tradition Familie und private Eigentum, die FP. Okay, Fernando, ich übersetze das. Dobrý den všem, co nás poslouchají. Velmi mě těší se podělit s českými posluchači o informace z Brazílie. Jsem od mládí aktivní, zejména v křesťanských organizacích, které bojují soustavně proti tvrdému komunismu. Jednou z takových největších organizací je organizace s názvem Tradicion Familie. Můžeme to přeložit v podstatě jako tradiční rodina. Alles klar, Fernando. Hast du noch etwas, was du über dich unseren Zuhörer sagen willst? Ja, 1985 bin ich nach Deutschland geflogen, um da mit dieser Organisation TFP zu arbeiten. Und bis jetzt, ich arbeite nicht mehr bei dieser Organisation, ich arbeite jetzt bei dieser deutschen Zeitschrift im Internet Freie Welt. Mhm. Takže Fernando říká, že v roce 1985 odcestoval z jednou z těchto největších
vlastně organizací brazilských do Německa, zkrátka je TFP, ale pro tuto organizaci již nepracuje, respektive není v ní aktivní a nyní zůstává aktivní jako přispěvatel článků do alternativních novin nebo blogových novin německých Freie Welt. Alles klar, Fernando. Also, ja, das ist alles, ja. Das ist alles, prima. Wir gehen jetzt weiter zu den Fragen über die Lage in Brasilien. Also, takže my teď pro české posluchače, nyní se dostaneme k dotazům týkající se Brazílie. V říjnu minulého roku proběhly v Brazílii prezidentské volby. Ve volebním boji stály proti sobě bývalý konzervativní prezident Jair Bolsonaro a komunistický prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Můžeš nám oba prezidenty představit? Začněme u Bolsonara. Fernando. Im Oktober vergangenen Jahres fanden in Brasilien Präsidentschaftswahlen statt. Die frühere konservative Präsident Jair Bolsonaro und der kommunistische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva standen sich im Wahlkampf gegenüber. Kannst du uns bitte beide Präsidenten vorstellen? Wir beginnen jetzt erstmal mit Bolsonaro. Ja, Bolsonaro ist bekannt als ein Militär, weil er war Militär und schon seit 30 Jahren ist er aus der Armee gekommen und hat sich kandidiert als Bundestags, sagen wir so, Abgeordneter in Brasilien und ist immer wieder gewählt und hat sich immer identifiziert mit der Agenda der Konservativen, das heißt der Schutz der Familie, Schutz der Christentum gegen den Kommunismus, für die Privateigentum und war immer eine kontroverse Person und immer da hingestellt als Extremist, bis die Wahlen an 2018, wo er, das wurde prognostiziert, dass er 2 oder 3% der Stimmen bekommen hat und er hat fast 50%. Damit man sieht, wie stark erstens der Druck von den Medien gegen ihn war und die Zustimmung der Bevölkerung für ihn war. Mhm. Okay, takže Bolsonaro je už vlastně celou dobu známý jako, řekněme, militantní, protože s ním se táhne po celou dobu jeho 30-letá kariéra v armádě. Nejdříve Bolsonaro kandidoval jako poslanec předtím, než se stal prezidentem a samozřejmě v Brazílii je velice oblíben, lidé ho stále volili a to proto, že se identifikoval jako konzervativec, to znamená proti komunismu, za tradiční rodinu, za křesťanskou kulturu. Například v roce 2018 mu byla předpovídána 2 až 3% médií, která po něm dlouhodobě samozřejmě, jak se říká, šlapou a nenechají na něm nit suchou, ale i přes tyto prognózy nízké drtivě vyhrál volby. Takže to je k Bolsonarovi. Und jetzt kannst du uns auch den zweiten Kandidaten, der Lula, bitte vorstellen?
Ja, Lula war immer der Kandidat der Linken und wurde zweimal gewählt. Und bei dem dritten Mal kam eine andere Person, diese Dilma, die auch im eigentlich der Kommunist auch war und so weiter. Ne? Aber als er Präsident war, er hat die Korruption, die politische Korruption gefördert und die Politiker bezahlt, mit welchem Geld, mit dem Geld der Regierung, damit er die Agenda der Kommunisten durchbekommen konnte. Und dann sind riesige Skandale, die dann entstanden sind und dann untersucht wurden, und er ist für viele, viele, viele Korruptionsskandale für schuldig gehalten in zwei Instanzen der Justiz, ja, und als schuldig, ne, für Korruption konnte er nicht kandidieren. Aber dann ist so wie eine Verschwörung, die Richter des Bundesverfassungsgerichts Brasiliens, die funktioniert total verschieden als zum Beispiel der Bundesverfassungsgericht da von Deutschland, weil ein Richter von der Bundesverfassungsgericht Brasiliens braucht gar nicht Anwalt zu sein. Die sind alle Korrupte da, die haben die Sentenzen von Lula getilgt als ungültig, nicht die Sentenzen, aber das Verfahren, ne? Weil es gab eine technische Fehler. Und deswegen konnte er kandidieren. Und ihm haben alle Korrupte, die schuldig gemacht wurden, wieder an die Macht gekommen. Okay, ich werde das übersetzen unseren Zuhörer. Takže Lula da Silva jakožto prezident, protože už byl předtím prezidentem, tak podporoval politickou korupci, při které státními financemi podplácel politiky. Lula má za sebou velké korupční skandály, které odhalili nebo odhalilo vyšetřování. Lula nesměl a za normálních okolností by ani neměl vlastně nastoupit jako prezidentský kandidát, ale díky ústavnímu soudci v podstatě nakonec jako kandidát mu bylo umožněno, aby byl postaven. Soudci, jak říkal Fernando, tak jsou v právě Brazílii velmi zkorumpovaní. Při tom vyšetřování se totiž to náhle objevily údajné technické chyby ve vyšetřování, které vzal tedy ten ústavní soud v potaz, a proto mohl Lula da Silva kandidovat. Jinak by podle zákonů být postaven na tu kandidátku nemohl. Já se ještě zeptám Fernanda na ty korupční skandály, jestli by nám mohl říct nějaký příklad. Fernando, kannst du uns ein Beispiel von der Korruption de Lula da Silva etwas zu sagen? Ein Beispiel nennen? Ja, es gibt
in Brasilien o Banco de Desenvolvimento Latino-Americano, der Lateinamerikanische Entwicklungsbank. Diese Entwicklungsbank hat unglaublich viele, finanziert große unternehmerische Projekte. Und er hat viele Projekte im Ausland, in Afrika und in Kuba, in Venezuela genehmigt. Und die viele Firmen in Brasilien haben unglaublich viel Geld bekommen, um diese Projekte zu führen. Brasilien hat nichts gewonnen. Und diese Firmen haben Überpreis gemacht und bekommen. Und diese Firma wurden auch untersucht von den Richtern in Brasilien und als schuldig festgestellt, dass sie schuldig waren, und haben sogar das Geld zurückgegeben. Mhm. Ja, weil die haben gesagt, okay, wir haben es getan, tut uns leid, und dann die haben Vorteile bekommen bei der Sentenz, bei der wie heißt der Sentenz, wo der und dann die haben gezeigt, das wurde so und so gemacht, das heißt, der Lula hat das gestohlen, und diese mhm. Firmen wurden dann viel Gewinn haben viel Gewinn gemacht und haben auch viele Vorteile, viel Geld auch an die Arbeiterpartei gegeben. Mhm. Und war das dieser Fall wegen den wurde Lula auch verhaftet und war in Knast, oder war das was anderes? Ja, er wurde in zwei Instanzen verurteilt und dann ist in Gefängnis gelandet. Und das Bundesverfassungsgericht hatte damals das zugestimmt. Mhm. Aber dann gab es einen anderen Plan für die große Mächte. Und die wollten dann, dass Lula auf jeden Fall zurückkommen würde. Mhm. Und dann haben alle Urteile getilgt. Mhm. Okay, ich werde das wieder übersetzen. V Brazílii je Latinsko-americká rozvojová banka, která financovala za vedení tedy země Luly podnikatelské projekty. Lula sám má mnoho projektů v Africe, například na Kubě, na Venezuele, které tato banka financovala. Samozřejmě z těchto projektů samotná Brazílie ale nic neměla. Firmy, které byly do tohoto projektu zapojeny, tak samozřejmě měly obrovské výhody. Tyto firmy konec konců dostávaly i předražené, nebo vykazovaly předražené zakázky. A dokonce soudy uznaly jednání těchto firm jako protizákonné a Lula byl za tyto machinace a takovéto vyvádění peněz odsouzen a zavřen. Lula totiž to tímto způsobem právě kradl brazilské peníze. Takže to je k současnému oficiálnímu prezidentovi Lula da Silva. Ich habe noch eine Frage zum Bolsonaro. Já mám ještě jeden dotaz k Bolsonárovi. Mainstreamová média vytýkají Bolsonárovi, že za jeho vlády docházelo k masivnímu plundrování deštných pralesů.
jaká je skutečnost. Fernando, die Mainstream-Medien werfen Bolsonaro vor, dass während seiner Regierungszeit wurden die Regenwälder in Brasilien massiv geplündert. Und diese Informationen kommen auch ziemlich oft zum Beispiel in tschechischen Mainstream. Stimmt das? Nein, so stimmt das nicht. Dass es Plünderungen gibt in Amazonas, ist etwas, was geschieht erstmals. Aber dass die Regierung von Bolsonaro hat das bekämpft und sehr, sehr wirksam bekämpft. Ja, und aber gab es immer, und die Medien haben gezeigt, diese Brände in Amazonas. Brände in Amazonas ist normal, das passiert. Ne? Auch ohne von jemandem verursacht zu werden. Aber die Brände, die verursacht wurden, wurden bekämpft. Aber natürlich die Medien, besonders diese größten Medien Lateinamerikas und brasilianische, diese Globo TV hat immer gegen Bolsonaro gekämpft, weil diese Globo hat immer Vorteile von Lula bekommen, ja. Das heißt, diese Firma, diese TV Globo, schuldig Milliarden an dem Finanzamt Brasiliens und wurde immer so vergeben von Lula. Okay. Und die wollte das behalten, aber Bolsonaro hat immer diese Nachrichten von diese Globo TV, das immer gegen die Familie ist und linksgerichtet ist, hat bekämpft. Und das war das Problem. Die wollten, und es ist so, dass Bolsonaro hat viel weniger Geld für Werbung an die Fernsehen überall. Und die haben viel Geld verdient dabei und Bolsonaro hat das gestoppt und deswegen das. Alles klar, ich werde das jetzt wieder übersetzen. Co se týče těch deštných pralesů v Amazonii, tak není pravda, že by za Bolsonara docházelo k masivnímu plundrování Amazonie. Plundrování, ale samozřejmě k určitým skutečnostem v té Amazonii docházelo a i k tomu plundrování, ale Bolsonaro naopak proti tomu úspěšně bojoval. Média jako příklad ukazovaly pouze požáry v Amazonii, které jsou ale v určitých obdobích normální. Latinsko-americká média nebo médium, největší Globo TV, což je televize, ustavičně brojila proti Bolsonárovi a to z toho důvodu, že dostávala finance od Luly. A tato televize taktéž právě přinášela ty zkreslené informace týkající se právě plundrování Amazonie. Globo TV je levicově orientovaná televize a samozřejmě ta se i mstila za to, že Bolsonaro mainstreamu jako celku dával málo peněz. Takže tolik tedy k té Amazonii, protože toto téma nebo tento argument je velice hlasitý právě i mezi určitou řadou lidí v České republice, ale
není to pravda. Já jen doplním Fernanda, naopak je to Lula, který chce v podstatě Brazílii splundrovat a to tak, že chce rozprodávat, stejně tak, jako se tomu teď například děje na Ukrajině, chce rozprodávat právě Amazonii, půdu a tak dále globalistům, což Bolsonaro naprosto odmítal. Ale sklár, kdo je Luiz Inácio Lula da Silva, to jsme si teďkon řekli. Aber ich habe noch eine Frage. Mám ještě jednu otázku. Kdo navrhl pro prezidentské volby Lula da Silva? Wer hat ihn, also Lula da Silva, als Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen vorgeschlagen? Ja, wer so offiziell vorgeschlagen hat, das kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich nicht, aber das war so ein Gespräch zwischen den Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Alles wurde vorbereitet, weil er konnte nicht kandidieren, wenn er vorbestraft ist. Mhm. Ja? Und das wurde vorbereitet, indem diese Richter, sind nur 11 Richter, die nie gewählt werden, die werden designiert. Von wem sind diese designiert? Von Lula. Mhm. Ja, das sind, weil Lula hat seit 2000 bis 2018 mit Dilma hat die Regierung an der Hand. Und die hatte diese Leute designiert. Und einige sind auch nicht so gültige Anwälte. Ja. Und diese da haben dann diese Verurteilung als nichtig gehalten und getilgt, weil der Richter, es gab eine Diskussion, weil das Verbrechen ist in einer Gegend Brasilien. Brasilien ist enorm groß. Mhm. Und da wurde dieses Prozess geführt. Und dann kam diese Bundesverfassungsgericht und sagt, nein, das hätte nie nicht da stattfinden sollen, aber in einer anderen Gegend. Ja? Mhm. Und deswegen ist diese Verurteilung getilgt. Das ist nicht an der Sache selbst. An der Sache selber, er ist schuldig. Nur das Verfahren ist wegen des Orts des Verfahrens getilgt. Mhm. Alles klar, ich werde das wieder übersetzen. Takže Fernando říká, že si nemůže přesně už vzpomenout, kdo ho veřejně představil jako kandidáta do prezidentských voleb. Každopádně do té kandidatury se dostal právě díky ústavnímu soudu a soudcům, kteří byli dosazeni v letech 2000 až 2018 a byli dosazeni právě za vládnutí Luly da Silva. Někteří z těchto soudců nejsou dokonce ani právoplatní právníci. No a celý, samozřejmě, že probíhaly diskuze o tom, mediální diskuze o tom, jak je možné, že v podstatě právoplatně odsouzený a v podstatě i po výkonu trestu člověk mohl kandidovat, ale věc se měla tak, že zjednodušeně řečeno, jeden soud uznal, že kandidovat nesmí, ale další soudy uznali, že kandidovat může. Takže tady z toho vyplývá jasná věc, že Lula da Silva se dostal na tu kandidaturu právě díky soudcům. Tak, jdeme k dalšímu dotazu.
jakými způsoby mohli Brazilčané v prezidentských volbách volit a jaká byla vůbec volební účast. Fernando, wie könnten die Brasilien bei der Präsidentschaftswahl wählen und wie hoch war die Wahlbeteiligung? Ich meine, welche Wege könnten Sie sich für die Wahlen die Brasilianer auswählen? Ja, die Wege, das heißt, die Wahlen in Brasilien sind auf eine willkürliche Art und Weise über diese, über Internet, ne? Gewählt, ne? Über, nicht schriftlich, ne? Diese Art und Weise, die man wählt, wurde vom Parlament Brasiliens nicht angenommen. Das durfte nicht sein. Aber die Richter haben über das Mandat der Legislative des Parlaments entschieden. Es gibt ein Wort auf Deutsch, diese Wahl, virtuelle Wahl sein, nicht wahr? Und so ist das. Das sollte eigentlich schriftlich. Moment, muss hier. Ich werde übersetzen, alles klar. Also, tedy v těch, jedním z těch způsobů, kterým mohli volit Brazilčané, tak bylo například pomocí internetu, což ale do té doby nebylo povoleno. Jenomže při těchto volbách soudy tuto možnost nakonec schválili a povolili. Takže to jen k tomu, co říkal Fernando. So, Fernando, alles ja, klar. Und dann die Wahlbeteiligung war, es ist so, in Brasilien, es ist eine Pflicht, in die Wahl, auf die Wahl zu gehen. Ne? Man muss, ne? Es ist nicht freiwillig. Und dann, die Wahlbeteiligung war 79%, aber die ungültigen Stimmen waren fast 5%, was enorm hoch ist. Und dann, das Ergebnis ist absolut, stimmt nicht mit der Realität. Okay, wir kommen dazu in weitere Frage. Jetzt aber zum was anderes. Já jenom řeknu našim posluchačům, že volební účast je v Brazílii povinná. A těch voleb se zúčastnilo 79% občanů. Jdu na další otázku. Jair Bolsonaro již před volbami varoval, že při elektronickém hlasování může dojít k volebním podvodům. Jaké volební elektronické automaty byly při brazilských prezidentských volbách použity a kdo je dodal? Also, das ist interessante Frage jetzt, Fernando. Jair Bolsonaro warnte bereits vor der Wahl, dass es bei den elektronischen Wahlmaschinen zum Wahlbetrug kommen könne. Welche elektronischen Wahlgeräte wurden bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen eingesetzt und wer hat sie geliefert? Ja, es sind zwei Gruppen von Wahlgeräten. Eine waren schon seit langem, seit 2012, glaube ich, schon in Gebrauch. Und andere sind neue. Und diese Wahlgeräte konnte man die untersuchen und wurde festgestellt, dass die besonders ein Teil von denen, ich weiß nicht, ob die neue, ob die alten, absolut unzuverlässig waren. Nicht wahr? Und es wurden hergestellt in Venezuela. Das sind eine Firma, die natürlich international ist,
aber der kommt ursprünglich aus Venezuela. Und es muss nur noch gesagt werden, dass nirgend ein Land auf der Welt wird die Wahlen über dieses Gerät gemacht. In Deutschland wurde das verboten vom Bundesverfassungsgericht 2008, weil es ist nicht kontrollierbar. Takže Fernando říká, že dvě, že existují nebo pro tyto volby byly nebo do těchto voleb byly nasazeny dvě skupiny těch volebních automatů. Jedny, ty starší, ty pocházejí z roku 2012 a nyní k něm v těch posledních prezidentských volbách přibyly nové. Ty nové automaty, Fernando říká, že si nepamatuje který, ale já jsem o tom četl, takže tyto, byly to nové automaty, byly prozkoumány a zjistilo se, že jsou nespolehlivé. Tyto volební automaty byly vyrobeny ve Venezuele a zajímavostí ještě je, že žádná země na světě nikdy tyto přístroje pro volby nepoužila. Právě proto, že jsou nespolehlivé. A dokonce i německý nejvyšší soud v roce 2018 zakázal jakékoliv používání takovýchto volebních automatů právě proto, že negarantují spolehlivost a negarantují bezpečnost. Takže to je další, takže to je k těm volebním automatům. Já se ještě Fernanda zeptám, jestli to, jestli byly jeden z těch typů taky ty automaty, které byly používány v USA. Fernando, waren diese Automaten auch Automaten, die in USA benutzt worden sind? Ich meine die Dominion oder waren die ganz anderes? Na, die waren ganz anders, weil in den USA die Wahlen waren schriftlich, ne? Und hier in Brasilien, nein, wir kamen in die Stelle da und mussten nur tippen auf ein Gerät, ja, was alles virtual. Und man hat verlangt, dass diese Maschine zum Beispiel eine schriftliche, ausgedruckte Konfirmation, ne, Versicherung, dass das habe ich gewählt und habe den so gewählt. Und diese Bundesverfassungsgericht oder sogar etwas anderes. Das ist, es gibt diese Bundesverfassungsgericht, die in Brasilien über alles verfügt. Aber es gibt auch, was in keinem anderen Land in der Welt oder sehr wenig, wenn etwas, so etwas gibt, diese Wahlengericht. Ja? Und diese Wahlengericht, die Bevölkerung, die Gesellschaft hat verlangt, das muss etwas gedruckt werden, damit ein Beweis habe, dass ich in diese Person angewählt, diese Person angewählt hat. Nein, das darf man nicht, auf keinen Fall. Ne? Das war sehr verdächtig. Und man hat keinen Beweis, wo man, und dann viele Leute, die in dem Kandidat gewählt, eine Kandidat angewählt haben, und es ist nicht erschienen in diese Wahlbezirk, ja. Okay, ich werde das Aber hier. wir können die können das bestreiten, aber wir können das beweisen. Sie haben nichts Schriftliches. Alles klar, ich werde das jetzt wieder übersetzen. Tak co se týče těch automatů, které byly použity v Brazílii, tak tam byly použity automaty jiné než ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických byly použity Dominiony, vlastně přístroje, do kterých se vkládaly ty zakřížkované formuláře, které potom byly samozřejmě špatně vyhodnoceny. V Brazílii se používaly přístroje, na kterých se zmáčkla v podstatě volba buď pro toho, nebo pro onoho kandidáta.
problém tady u těchto z těch přístrojů je ten, že když vlastně ten volič přišel do té volební místnosti a zmáčknul na tom přístroji třeba, uvedu příklad, hlas pro Bolsonára, tak nedostal v podstatě vůbec žádné potvrzení nebo žádný výtisk k tomu, jak volil. A to je právě jeden, to právě vrhá jedno z těch velkých podezření na korektnost těch voleb. Jinak to, že v podstatě ti voliči, Brazilčané, nedostali nebo neměli možnost dostat žádné potvrzení o tom, jak volili, tak o tom rozhodl v Brazílii federální správní soud, který se také nazývá volební soud. Ten právě toto vytisknutí potvrzení o té volbě toho kandidáta nepovolil. Takže to je další věc, která se týká těch hlasovacích elektronických automatů. Dobře, půjdeme dál. Po vyhlášení volebních výsledků začaly miliony Brazilčanů demonstrovat po celé Brazílii. Co bylo spouštěčem nebo největším spouštěčem těchto protestů? Fernando, nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse begannen Millionen Brasilianer in ganzen Brasilien zu demonstrieren. Was hat diese Proteste ausgelöst? War da ein Punkt, der diese Proteste ausgelöst hat, oder mehrere Punkte? Es war erstmals, weil es kurzfristig war, das Ergebnis, ne, weil alle sind der Meinung, dass Bolsonaro gewinnen wird. Warum? Weil es keine Demonstration oder fast keine Demonstration für Lula gegeben hat in Brasilien. Und wenn es ein paar gegeben hat, sind ein paar hundert Leute auf die Straße gegangen für Lula. Und die Demonstrationen für Bolsonaro waren Millionen Leute auf die Straße gegangen. Mhm. Das war die Wirklichkeitswahrnehmung war, dass ein Sieg von Bolsonaro absolut normal wäre. Mhm. Und es ist nicht geschehen. Und der Unterschied zwischen Lula und Bolsonaro ist weniger als 1%. Und dann kam der Verdacht, dass das eine Manipulation gewesen ist. Was sind die Gründe für diesen Verdacht? Erstmals, dass die Richter, die für Bolsonaro gekämpft haben, haben immer verweigert diese schriftliche Kontrolle. Mhm. Und dann kamen statistische Analysen, besonders für ein Argentinier, eine argentinische Firma, die statistisch gesehen bewiesen haben, dass etwas ganz komisch da passiert ist. Ich kann auch bestätigen, weil ich bin eine Statistik. Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren mit Statistik. Das ist möglich. Dass man kann sehen, der Zeitverlauf der Stimmen, die abgegeben wurden. Es geht nicht, so passiert nicht. Ja. Dann diese erstmals diese Wirklichkeitswahrnehmung. Dann diese Verdächtigverbot über ein schriftlicher Beweis von der Stimmabgabe. Mhm. Und drittens, die komische Entwicklung, statistische Entwicklung, haben dann die Leute sind auf die Straßen gegangen. Wir sind betrogen worden. Mhm. Alles klar.
Takže všichni, nebo většina, řekněme, těch Brazilčanů byli přesvědčeni o Bolsonárově výhře. Téměř nekonaly se téměř žádné demonstrace pro kandidáta Lulu. Pokud se nějaké demonstrace konaly, tak se jich zúčastnilo jen pár stovek lidí. Přitom pro Bolsonára demonstrovalo v ulicích miliony lidí. Rozdíl mezi Lulou a Bolsonárem v těch výsledcích voleb bylo jen několik málo procent, což vyvolalo další podezření na podvody. No a soud samozřejmě, což je nejdůležitější, zakázal písemné kontroly voleb. Byly do toho zapleteny i další věc, a to statistiky, kdy argentinské statistické firmy uváděly samozřejmě naprosto špatná čísla. Takže toto jsou věci, které vyhnaly ty Brazilce do ulic. Já jen ještě pro doplnění, Fernando říkal, že v Brazílii neprobíhají volby formou hlasovacích písemných lístků, pouze elektronicky. Fernando, die Wahlen in Brasilien also sind nicht, also da gibt's keine schriftliche Wahlzettel wie in zum Beispiel Deutschland. Alles elektronisch. Also haben wir das richtig verstanden? Exakt. Genau so ist das. Takže je to přesně tak, jak to říkám. Gehen wir weiter, jdeme dále. Lidé v Brazílii se cítí podvedení, jsou přesvědčeni, že ti, kteří v zákulisí připravovali Lulovo volební vítězství, je okradli o volby, o demokracii, o svou zemi a o svého prezidenta. S tím se nechtějí smířit a masivně se mobilizují. Od listopadu lidé vyzývají armádu a policii, aby jim v jejich boji pomohli. Proč se občané obrátili zejména na armádu? Fernando, die Menschen in Brasilien fühlen sich natürlich betrogen. Sie sind davon überzeugt, dass diejenigen hinter den Kulissen, die Lulas Wahlsieg vorbereitet haben, ihnen die Wahl, die Demokratie, ihr Land und ihren Präsidenten geraubt haben. Das wollen sie sich nicht gefallen lassen und mobilisieren sich weiter massiv. Seit November fordern die Menschen Armee und Polizei auf, ihnen bei ihrem Kampf zu helfen. Warum wandten sich die Bürger an die Armee? Ja, erstmals, ich soll etwas noch sagen, dass die Armee und auch die Partei von Bolsonaro, der zuständig ist, solche Forderungen an den Richter zu stellen, beide Armee, das heißt das Militärgericht, haben verlangt, dass die Code, die programmatische Code von diesen Wahlurnen zur Verfügung gestellt wird von diesen Richter. Und die haben sich verweigert. Die durften nicht verweigern, aber die haben das verweigert. Nicht wahr? Und das ist enorm wichtig. Warum haben die Brasilianer sich versammelt an die Türen der Kasernen? Weil erstmals die Brasilianer glaubten, dass das Militär, die Streitkräfte für Brasilien und gegen den Kommunismus handeln würden. Und die Polizei, die Bundespolizei oder die Landespolizei können nicht oder dürfen nicht intervenieren
Die Kaserne herum, 1 Kilometer so weit. Ne? Und da würden die geschützt werden von Polizisten, die schon unter dem Befehl von den Kommunisten gestellt wurden. Und deswegen sind darin, weil die glaubten, dass erstmals das Militär, weil viele Militärs haben gegen Lula ausgesprochen. Ja? Und die glaubten, das Militär würde uns unterstützen und nicht erlauben, dass Brasilien eine kommunistische Diktatur werden würde. Ich werde das jetzt übersetzen. Takže za prvé, armáda a Bolsonárová strana, tak jedině ti mohli podat stížnost ústavnímu soudu na průběh a výsledky těch voleb. Bolsonárova strana, já jen připomenu, liberální strana to udělala a dostala od soudu pokutu za to, že, nebo s odůvodněním, že vlastně zatěžují soud zbytečnými záležitostmi, když to řeknu jednoduše. A teďkon Fernando hovořil o tom, proč se Brazilci schromáždili právě u bran kasáren. Protože Brazilčané věřili, že armáda pracuje pro Brazílii proti komunismu. Dalším důvodem je ten, že policie nesmí několik kilometrů kolem kasáren a kolem vojenských základen intervenovat, a takže tam byli demonstranti chráněni před policisty, před těmi policisty, kteří dostali od Lulovo režimu komunistickému v podstatě rozkaz proti nim zasáhnout. Jinak teď ty poslední události z neděle, tak tam se opět vlastně psalo o tom, že ti demonstranté už 60 dní v hlavním městě, už 60 dní jsou přítomni na té vojenské základně jedné a 60 dní žádají armádu o pomoc. Tak jdeme dál. Začátkem listopadu ukázali namátkové kontroly, že ve volebních urnách z některých volebních místností údajně nebyl ani jeden hlas pro Bolsonára. Vzhledem k těsnému výsledku voleb jsou takové incidenty indikátory rozsáhlých volebních podvodů. Preventivně byla armáda uvedena do pohotovosti a očekávalo se, že v nadcházejících dnech bude v ulicích Brazílie více přítomna. Prověřila tedy armáda už výsledky voleb? Fernando, Anfang November ergaben Stichprobenkontrollen, dass die Wahlurnen einiger Wahllokale berichten, zufolge keine einzige Stimme für Bolsonaro enthielten. Angesichts der Wahlen sind solche Vorfälle Anzeichen für weit verbreiteten Wahlbetrug. Das Militär wurde vorsorglich in Alarmbereitschaft versetzt und soll in den kommenden Tagen stärker auf den Straßen von Brasilia präsent sein. Hat das Militär die Wahlergebnisse schon überprüft? Nein, diese Fälle, dass in bestimmte Bezirke Bolsonaro keine Stimme bekommen hat, das sind viele, das sind Hunderte, wenn nicht Tausende Fälle. Das ist schon etwas absolut Merkwürdiges, das auch ein Indiz von Wahlbetrug ist. Die andere Frage ist, ob die Militärs
die Militärs das kontrolliert haben. Ne? Wir haben die einzige Möglichkeit ist, dass die Militärs diese Algorithmus, diese Code von der Programmierung zur Verfügung bekommen von der Justiz. Und die Justiz hat verweigert, absolut willkürlich verweigert. Und weil wenn alles in Ordnung ist, was wäre ein Problem, denn das, wenn die das zur Verfügung stellen, kein Problem, nicht wahr? Aber die wollen behaupten nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das heißt, die Indizien sprechen klar für Betrug. Das Verhalten der Linken, der Richter, die eigentlich neutral sein sollte, sind für immer für Lulle. Die statistischen Analysen, aber der Beweis wäre diese Algorithmus, diese Code der Maschinen zu bekommen. Takže armáda bohužel ještě nic neskontrolovala a to kvůli soudům. Jediná možnost je totiž, aby armáda dostala právě zdrojový kód a to na žádost justice, tedy soudu. Soudy ale toto odmítají. Odmítají nařídit vydání zdrojového kódu a předání jej armádě. A to je právě ten velký problém. A já jen připomenu, že v prezidentských volbách svůj hlas odevzdalo 124,2 milionů lidí. Téměř 5,8 milionů hlasů bylo prohlášeno za neplatné, což je téměř 4,6%. Především je ale zarážející, že oproti prvnímu volebnímu kolu ubylo takzvaných prázdných volebních lístků, zatímco počet těch špatně vyplněných stoupl na téměř 4 miliony. Ve federálních volbách v roce 2021 bylo prohlášeno za neplatné 0,9% všech odevzdaných hlasů. Fernando, 124,2 Millionen Menschen haben bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben. Fast 5,8 Millionen Stimmen wurden für ungültig erklärt und das sind knapp 4,6%. Auffällig ist vor allem, dass die sogenannten leeren Stimmzettel im Vergleich zum ersten Wahlgang zurückgegangen sind, während die Zahl der falsch ausgefüllten Stimmzettel auf fast 4 Millionen gestiegen ist. Bei der Parlamentswahlen 2021 wurden 0,9% aller abgegebenen Stimmen für ungültig erklärt. Jetzt ist noch wieder meine Frage. Wir hören uns über die Stimmzettel. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil du hast gesagt, da sind die Wahlen nur elektronisch und hier ist die Rede über die Stimmzetteln. Kannst du das noch irgendwie und Urnen, kannst du das noch irgendwie bestimmen oder klären? Ja, es gibt kein Zettel. Es gibt nur elektronische Urnen. Und Ach diese so. Urnen, du gehst dahin und dann du drückst eine Taste und dann erscheint. An wen wählst du für Landesabgeordnete? Dann du schreibst, du tippst eine Nummer. Und dann für Bundesabgeordnete eine andere Nummer und dann Bestätigung. Und für Senatoren, das ist der höhere Parlament, ne? Dann du drückst eine Nummer und dann für Präsident und dann alles bestätigen und so ist das. Es gibt keinen Zettel. Alles klar, danke für die Klärung. Pokud tady hovoříme, vážení posluchači, o urnách a o odevzdaných nebo špatně
vyplněných nebo nevyplněných hlasovacích lístcích, tak všechno je myšleno elektronicky. I ty urny jsou elektronické. Tam opravdu papírově nic není, takže aby jsme to naprosto měli přesný. Tak, Fernando, wir haben jetzt 20 Uhr. Wir sind, glaube ich, in die Hälfte, was wir vorbereitet für unsere Zuhörer haben. Wir nehmen uns jetzt 15 Minuten Pause und nach 15 Minuten werden wir uns auch mit unseren Zuhörern weiter unterhalten. Bitte bleib mal an, ja, melde dich nicht von den Skype ab und ich melde mich in 15 Minuten wieder. Mache ich, alles weil klar. Ich gehe ein bisschen Wasser trinken, weil hier die Temperatur ist 36 Grad. Sehr schön, alles klar. Alles klar, danke Fernando. Vážení a milí posluchači, nyní si dáme 15-minutovou přestávku, po které budeme pokračovat dále. Fernando říká, že si musí dojít pro vodu, protože tam mají šílených 36 stupňů, což teda já mu závidím. Takže já vám nyní pustím nějakou pěknou, když tu máme brazilského hosta, tak brazilskou hudbu a za 15 minut se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního exkluzivního vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnes se věnujeme tématu prezidentských voleb, protože v České republice právě prezidentské volby již probíhají, všichni mají svého kandidáta vybraného, tak jsem, jak jsem říkal na v úvodu první části, se rozhodl, že do dnešního vysílání zařadím zprávy týkající se prezidentských voleb v Brazílii, kde panuje opravdu velmi horká nálada. Studiový telefon 608 065 958 je pro vás připraven. Než se dostaneme k vašim dotazům, tak já budu samozřejmě, nebo s Fernandem proberu ještě poslední v rychlosti události, protože tam došlo k zásadním situacím, o kterých vás ještě potřebujeme nebo chceme informovat. A potom dojdeme, nebo přejdeme k vašim dotazům, protože vaše dotazy jsou již připraveny. Fernando, kannst du mich hören? Hallo? Hallo, Fernando, noch einmal schönen guten Abend. Und danke schön. Und bevor wir zum Fragen von unseren Zuhörern kommen, habe ich noch eine Sache. Und zwar, ich möchte mit dir besprechen die aktuelle Lage in Brasilien. Und zwar, hunderte Menschen werden in der Turnhalle der Landesakademie der Polizei festgehalten. Laut Informationen und Videos, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, wurde auch eine große Anzahl von Kindern und älteren Bürgern festgenommen. Bevor du mir antwortest, ich sage das noch tschechisch. Stovky lidí jsou drženy v tělocvičně Národní akademie federální policie a to poté, co v neděli obsadili demonstranti vládní budovy. Podle informací a videí zveřejněných na sociálních sítích byl zadržen i velký počet dětí a starších občanů. No a já se Fernanda ptám, jak vypadá situace nyní. Also, Fernando, wie sieht die Lage in Brasilien jetzt aus, in den Lager, wo die Demonstranten festgehalten sind? Ja, es ist folgendes. Die wurden natürlich verfassungswidrig festgenommen, erstmals
es gibt keine Entschuldigung, ja. Die werden pauschal dargestellt als Terroristen. Die wurden da geführt von der von den Militärs, das war ein Verraten des Militärs, von der Bundespolizei. Alle wurden, ältere Leute, die älter als 65 Jahre, die dürfen nicht so festgenommen werden, so ohne weiteres. Kinder, alle sind dahin gebracht und blieben da mehr als 24 Stunden. Und es gab keine Toilette, es gab sehr wenig. Sie blieben 16 Uhr, 16 Stunden ohne Wasser, und ohne Essen. Gut, das ist, was passiert ist. Und jetzt diese Richter, und besonders einer Richter, das ist derjenige, der diese Alexandre de Moraes, hat dann die als Terrorist angeklagt, die ältere als 65 sind freigestellt, aber sie mussten ein Dokument unterschreiben, wo sie zugeben, dass sie terroristische Handlungen gemacht haben, was die nie gemacht haben. Was kann ein alter Mensch so das machen? Und die Kinder wo sind gewaltsam von den Eltern getrennt, nicht wahr? Man weiß nicht, was natürlich, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, was die mit den Kindern gemacht haben. Und die anderen sind im Gefängnis jetzt, zusammen mit Schwerkriminellen in einem Gefängnis in Brasilien. Brasilien. Und einige, die berichten, das ist alles bewiesen. Ne? Erstmals, dass sie keine kriminelle Handlung gemacht haben. Diejenigen, die das, diese Gebäude geschlagen haben, ja, kaputt gemacht haben, die waren schon da drin. Es war alles vorbereitet, da waren Linken. Es gibt Beweise, unglaublich viele Beweise, Filme, Erklärungen. Es gibt Beweise auch von Polizisten, von der Bundespolizei, die gehorchen mussten, sonst sie würden den Job verlieren. Und die erzählen die Willkür, die geherrscht hat. Im Moment sind mehr als tausende normale Menschen, Hausfrauen, Leute, Arbeiter, arme Leute, auch Unternehmer, die absolut friedlich demonstriert haben, in dem Glauben, dass die Streitkräfte sie verteidigen würden, sind jetzt festgenommen. Alles klar. Takže vážení a milí posluchači, nyní je situace po tom, co byly tedy obsazeny ty budovy, tak zaprvé byly zhruba 1700 lidí bylo protiústavně zadrženo. Všichni tito lidé, kteří byli zadrženi a v podstatě převezeni do té policejní tělocvičny, tak jsou paušálně označeni jako teroristé, čímž samozřejmě, nebo armáda a policie zradila tím své občany, když je v podstatě, takto velkou skupinu nechala v té tělocvičně více jak 24 hodin bez toalet, jídla a vody. Byli tam převezeni starší lidé, děti, prostě všechny věkové skupiny.
Nyní soudce, který se jmenuje Demorais, tak nechal pustit, nebo den na to nechal pustit lidi, kteří jsou starší 64 let. Ale pozor, ti museli podepsat, že spáchali terorismus. Děti byly násilně odtrženy od rodičů a v podstatě se neví, co se s těmi dětmi stalo. Zbytek lidí je nyní už tedy v brazilském vězení, a to s ostatními kriminálníky. Jinak došlo k poškození, k vnitřnímu poškození jedné z budov, kdy se prokázalo, že to nespáchali ti demonstranté, ale že už tam předtím, než demonstranté obsadili tyto budovy, tak tito lidé už tam byli a byli to provokatéři z řad těch takzvaných levicových aktivistů. My je tady z Evropy a z USA známe například pod názvem Antifa. Potvrdila to i policie. Více jak 1000 lidí, tedy pracující ženy, starší lidé, ženy v domácnosti, děti a tak dále, tak všichni ti, co demonstrovali a v podstatě tak věřili tomu, že se za ně armáda a policie postaví, ale armáda a policie je bohužel zaradili. Takže to je k průběhu nebo k tomu, co se nyní v Brazílii děje. Možná ještě poslední dotaz. Fernando, já se zeptám Fernanda, jestli se k tomu vyjádřil Bolsonaro a jestli oznámil třeba nějaké další kroky. Fernando, was macht jetzt im Moment Bolsonaro und wie stellt sich zum diese Situation, diese Lage, die jetzt in Brasilien ist? Hat sich irgendwie schon dazu geäußert? Der Bolsonaro steht in den USA, in Florida, glaube ich, und er ist in einem Krankenhaus wegen einem Problem mit der Haut. Und er hat sich, wenn er, er hat vielleicht sich geäußert, aber sehr mild, ne? Das ist nicht damit einverstanden ist oder so weiter, aber er spricht nicht unter die Regierung. Lulas wird bestimmt versuchen, ihn zu anklagen und eine Auslieferung an Brasilien zu bewirken. Alles klar. Takže Bolsonaro je nyní v USA na Floridě v nemocnici s kožními problémy. K tomu dění se vyjádřil pouze opatrně a očekává se, že Lula bude chtít požádat o vyžádání, o přesunutí právě Bolsonara z USA zpět do Brazílie, kde proti němu v podstatě bude podnikat další, řekněme, juristické kroky. Takže to je k tomu dění a nyní přejdeme k vašim dotazům. Fernando, wir werden jetzt die Fragen unseren Zuhörer beantworten. Zdravím vás, pánové, a děkuji za velmi zajímavý pořad. Je rozdíl postojů pánů Bolsonara a Luly k BRICSu a jak se k tomuto uskupení staví průměrný Brazilec? Přeji všechno dobré, Denisa. Fernando, Denisa fragt, also sie schreibt, ich begrüße euch und ich danke für sehr interessante Sendung. Gibt es einen Unterschied zum Einstellung von Einstellung zum BRICS von Bolsonaro und Lula? Und
Welche Einstellung nehmen oder nimmt ein normaler Brasilianer? Ich wünsche alles Gute, Denisa. Also, Bolsonaro, Lula und BRICS. Wenn du dazu was sagen kannst. Ja, Brasilien hat immer zusammen mit diesen BRICS gearbeitet, mit Bolsonaro. Und weil in BRICS steht auch Brasilien, Russland, China, Südafrika und noch einer, Indien. Ich weiß es nicht. Ich habe nie eine Äußerung von Lula gehört. Aber ich weiß schon, dass Lula gehörte zu einem Forum der Linken in Südamerika mit dem Namen Foro de São Paulo. Und an diesem Forum de São Paulo alle linke Regierung, die jetzt an die Macht gekommen sind, bestimmt viele durch Wahlbetrug. Ne? Und, das ist, was sind diese Länder? Das sind Venezuela, Argentinien, Chile, Kolumbien, was noch? Ecuador, glaube ich. In Peru, die haben auch gewonnen, aber wo der Präsident wurde von dem Parlament impeached, nicht wahr? Und Brasilien, die wollen nicht nur BRICS, ich habe nie etwas davon gehört, aber die wollen einen wie man sagt hier, UR-AL, das ist eine Union der Republiken Sozialisten von Lateinamerika, machen. Mit einem Militärkommando für alle diese Linken und mit einer Währung wie der Euro. Bei euch in Europa, die wollen hier eine einführen. Das ist der Plan, diese Foro di São Paulo. Die wollen eine Sowjetunion in Lateinamerika aufbauen. Alles klar. Velice zajímavá odpověď. Co se týče Bolsonara, tak ten samozřejmě, nebo Brazílie za Bolsonara samozřejmě spadá pod BRICS, spadala pod BRICS a byla taktéž v BRICSu aktivní jako jeden z jejich členů. Do BRICSu spadá Brazílie, Čína, Rusko, Jižní Afrika, Indie. Lula se k BRICSu přímo nevyjádřil, ale pozor, Lula patří do fóra, které se jmenuje Forum de São Paulo, do kterého v podstatě se hlásí všechny levicové vlády Jižní Ameriky. Venezuela, Argentina, Chile, Kolumbie, Ekvádor. Ti chtějí založit Unii socialistických republik se společnou armádou a s jednotnou měnou. Podobně jako Evropská unie. A samozřejmě spousta Brazilčanů to považuje za model Sovětského svazu. Takže to je odpověď na tento dotaz. A nyní přejdeme k dalším dotazům. Máme jich tady hodně. Dobrý večer vám oběma. Má smysl demonstrovat podle pana Fernanda? Děkuji, Petra Malíková. Also, Frau Malíková fragt, ob es noch Sinn hat, in Brasilien weiter zu demonstrieren. Im Moment
diese Demonstrationen haben, das waren mehr als 15 Millionen Leute auf den Straßen. Und das war nicht nur in Brasilien, war überall in Brasilien. Aber im Moment, wegen dieser Reaktion von den Richter, die alle festgenommen haben, die Leute, die demonstrieren nicht mehr, die versuchen jetzt sich zu organisieren und auch für diese neue Situation einzustellen. Verstehen Sie? Und es wird erwähnt, dass man vielleicht eine zivile Ungehorsam organisiert, wo man nicht auf die Straße gehe, aber nicht auch zur Arbeit geht, dass man demonstriert, indem man nichts macht. Ob das wirkt, bezweifle ich. Aber auf jeden Fall im Moment ist eine Situation entstanden, wo die Leute versuchen, sich wieder zusammen und neue Art und Weise zu organisieren, wo man dagegen wirkt, arbeitet. Alles klar. Takže Fernando říká, že momentálně do dnešního, nebo ne momentálně, ale do dnešního dne tyto demonstrace v podstatě vyhnali do ulic na 50 milionů lidí. Bohužel reakce soudce, který nechal teď nyní momentálně lidi uvěznit, tak vedla k tomu, že lidé přestali demonstrovat. Ale pozor, lidé se dále organizují a plánují jiné postupy. Přemýšlejí nad občanskou neposlušností, například nad tím, že prostě přestanou chodit do práce. Takže to je odpověď Fernanda. Hezký večer, spíš asi den do Brazílie. Mám dotaz na pana Fernanda. Je věřící člověk? Vždyť je to proti Bohu všechno. Zdeňka Jandáková-Rychavská. Schönen guten Abend. Vielleicht besser zu sagen Tag nach Brasilien. Ich habe eine Frage für Herr Fernando. Ob er ein gläubiger Mensch ist. Es ist doch alles gegen den Gott. Zdeňka Jandáková-Rychavská. Also, Fernando? Ja, ich bin ein überzeugter Katholik und ich bete den Rosenkranz jeden Tag. Und was jetzt in Brasilien passiert, ist eine Verfolgung gegen die Christen, die Katholiken, die Evangelischen und alle gegen die christliche Zivilisation. Diese Leute, die festgenommen werden oder sind, die sind wie Martyren behandelt worden. Und das Skandal ist für mich, ich bin Katholik, absolut christlich Katholik, ist die Haltung der Bischöfe in Brasilien. Die stehen zu den Diktatoren, die diese Misshandlungen gegen die Christen veranstalten. Es gibt Fotos von diesen Leuten, die festgenommen sind, mit die Bauern, mit Tische und so, Altaren, und die beten ständig. Das ist eine Religionsverfolgung, die jetzt in Brasilien stattfindet. Die Reaktion von der Bevölkerung Brasilien
ist eine religiöse, die Demonstranten sind absolut religiös eingestellt. Mhm. Und deswegen sind sie so überzeugt und akzeptieren diese wirklich Martyrium-Situation. Mhm. Takže Fernando říká, že je katolík a že se modlí každý den. Co se nyní děje v Brazílii, tak je nejen podle něj, ale zejména podle těch demonstrantů boj proti křesťanům a proti Bohu. Se všemi zatčenými je zacházeno jako se zvířaty a všichni představitelé církve se bohužel hlásí k Lulovo režimu. Reakce nebo všichni ti lidé, ti demonstranti jsou silně věřící lidé. Takže to je odpověď od Fernanda. Máme tady další dotaz. Pozdravuje vás Irena, brazilský národ by to tak neměl nechat. Postavit se proti zlu a podvodu a zachránit ty uvězněné lidi a zachránit brazilský národ. U nás v České republice také tu jsme v marazmu s podvody volby od Soroše od USA, náš český národ. Přeji sílu a nenechte to tak. Braňte Brazílii a statečně váš národ Brazílie, Irena. Irenko, děkujeme moc za tuhletu zprávu. Já se pokusím ji přeložit Fernandovi. Fernando, es schreibt uns... unsere Zuhörerin Frau Irena und sie schreibt also lieben Gruß, die Nation solle das nicht so sein. Alle müssen sich gegen den Böse und Betrug gegenstellen und schützen die verhaftete Menschen schützen und also die Brasilien retten. Bei uns in der Tschechischen Republik, wir sind da auch in Probleme wegen den Wahlbetrügen von Soros und USA und unsere tschechische Nation. Ich wünsche viel Kraft und gibt nicht auf, wehrt Brasilien und eure Nation, Irena. Also, was kannst du dazu sagen? Ja, ich bedanke mich sehr. Und wir haben schon in die Reaktion von den Tschechen gegen den Kommunismus, gegen die Sowjetunion ein Beispiel, dass wir folgen sollen. Und mit der Gnade Gottes und von der Gnade Mutter Gottes werden wir dagegen stimmen und das Christentum und die Freiheit in Brasilien zurückbekommen. Mhm. Tak paní Ireno, Fernando vzkazuje, že moc děkuje za tuto pěknou zprávu, že samozřejmě v Brazílii vědí, že lidé v České republice mají zkušenosti s komunistickým režimem a že samozřejmě, že se Brazilci jen tak snadno nevzdají, že s pomocí Boží budou nadále bojovat a že v podstatě, jak jsem říkal, tak to nevzdají. Takže to byla zpráva od paní Ireny. Máme tady další zprávu. Wir haben nächste Frage. Guten Abend. Nebo já ich lese die erste mal Tschechisch. Dobrý večer. Je Lulák fakt komouš?
Já bych komunisty nevolil nikde ani v Brazílii. Honza z Prahy. Die Frage, guten Abend, ist Lula wirklich ein Kommunist? Ich würde die Kommunisten nirgendwo hinwählen, auch nicht in Brasilien. Honza aus Prag. Ja, Lula ist Kommunist, absolut Kommunist. Alle diejenigen, die zu diesem Foro de São Paulo angehören, die sind Kommunisten. Aber die sind Kommunisten in diese neue Art von dem Kommunismus, diese Kulturmarxisten, die nicht nur gegen die Reichen sind, aber gegen alle, die ein Symbol von der christlichen Zivilisation ist. Das sind gegen die Familie, gegen die normale Sexualverhalten, ne? Die Arbeiterpartei in Brasilien hat sich versammelt mit anderen Parteien auch, die alle diese Kulturrevolution von den Linken, die von Gramsci vorgeschlagen wurde, handeln. Ja, und ist eine Sammlung, aber die sind schlimmer als die alten Kommunisten. Mhm. Das ist kein Zweifel dran. Mhm. Danke, Fernando. Takže Fernando říká, že Lula je absolutně komunista. V podstatě všichni v tom zmiňovaném fórum, Foro de São Paulo, jsou komunisti, ale pozor, zde se jedná o novou formu komunismu. Jsou to komunisté v podstatě, kteří vedou ideologicky nebo jsou ideologicky nastavení na kulturní neomarxismus. Jsou to lidé, kteří se nebijí za chudé nebo pracující, ale jdou proti všem, co nezdílí jejich ideologie, jako je LGBT agenda, genderová, prostě tyhle ty věci. Takže to je to nová forma, je to nová forma komunismu, taková, která tady ještě nebyla, naprosto radikální a naprosto, naprosto tvrdá. Takže to je k tomuto dotazu. Tak, warte mal kurz. Tak, máme tady další zprávu. Nevěřím mainstreamu a pěkný den vám oběma. Kolik demonstrantů se skutečně zúčastnilo? Naši píší, že jenom několik tisíc. Nevěřím tomu, Pepa Brno. Fernando, Pepa aus Brünn schreibt, dass nicht glaubt Mainstream-Nachrichten und wünscht uns schönen Tag. Wie viele Demonstranten haben an den Demonstrationen wirklich teilgenommen. Tschechischer Mainstream schreibt, dass nur paar Tausende. Er glaubt das nicht. Nein, das sind viele Millionen. Brasilien ist wie ein Kontinent. Ne? Das ist enorm groß. Allein in Brasilien waren 8 Millionen Menschen. Ich bin oft in die Demonstration hier in Rio de Janeiro, wo ich wohne. Ich bin dahin gegangen. Ich habe mit den Leuten unterhalten. Das sind normale Leute, Hausfrauen, Menschen wie du und derjenige, der jetzt an mich fragt. Normale Menschen. Aber da sind natürlich Leute, die dahin gehen, 2 Stunden bleiben, dann gehen weg, dann kommen neue Leute. Es gibt Fotos.
überall in Brasilien, von Süden, Norden, Osten, Westen, überall, da sind Millionen Menschen, die 70 Tage, die haben kampiert, da geschlafen. Mhm. Millionen Leute, mhm. ja. Takže, danke Fernando, takže v Brazílii demonstrovalo na miliony lidí. Fernando byl sám a mluvil před miliony lidí v Rio de Janeiro. Nebylo to jenom v Rio de Janeiro nebo ve velkých městech, opravdu ty demonstrace byly po celé Brazílii, od jihu, západu, východu a severu a 70 dní. 70 dní tito lidé venku i kempovali, to znamená, oni byli venku neustále. Takže ty zprávy z mainstreamu jsou opravdu velice, velice zkreslené. Tak, máme tady další zprávu. Děkuji. Máme tady další zprávu. Ahoj Zdeňku, mimo téma. Zná pan Fernando Carla Gotta? Díky. Also, Fernando, hier schreibt jemanden, hallo Zdenek, außer unsere Thema. Kennt Herr Fernando unser Carl Gott? Wer ist Karl Gott? Nein. Das ist unser Sänger, der wurde sehr berühmt, auch in Deutschland. Hat er auch hier viel gelernt. Obwohl, ich muss sagen, ich bin versiert sogar in Musik, aber nur in Volksmusik. Mhm. Alles klar. Takže Fernando nezná Karla Gotta, ale pozná nějakou muziku, možná, že tam i Karel spadá, ale že poslouchá zejména lidovou hudbu. Tak, jdeme dál. Zdravím vás oba. Prosím, chci se zeptat pana Fernanda, zda pozoruje nějaké zlo všude na světě, neznámého původu, zda teď uslyším odpověď. U nás ano. Věřím, jsem křesťan, svědčím to, přeji pomoc Boží. Pavel. Also, Pavel schreibt uns diese folgende Frage. Ich grüße euch beiden. Bitte, ich möchte den Herrn Fernando fragen, ob er sieht irgendwelche Böse überall auf der Welt von unbekannten Quelle, ob er mir antworten kann. Bei uns ja. Ich bin auch ein Christen und ich wünsche uns Hilfe Gottes. Pavel. Ja, Herr Pavel, ich danke die Frage. Es ist so, dass wir jetzt in Brasilien erleben, ist ein Teil der Kampf zwischen Gott und dem Teufel, die jetzt überall in der Welt stattfindet. Hm. Es muss eine Information geben. Bei dem Team, die Lula beigestanden hat, und in alle diese Situation ist der Haupthelfer von Soros gewesen. Mhm. Ja, das heißt, was in Brasilien stattfindet, ist nicht in Brasilien entschieden. Mhm. Das ist ein Teil dieser Weltkampf zwischen dem Antichrist und das Christentum und Christ Jesus. Das ist mir, ich bin absolut überzeugt, nicht so als Enthusiasmus. Ich habe das geforscht, ich habe viel gelesen,
Ich bin absolut überzeugt, das ist eine Verschwörung. Überall in der Welt, die stattfindet, diese Verschwörung. Ja? Und Brasilien ist im Moment der Platz, wo ganz Lateinamerika eingenommen werden sollte durch diese neue Kommunisten-Globalisten. Takže Brazílie je místo, které má být v podstatě sebráno těmi globalisty, komunisty. To, co se děje, tak je boj v podstatě antikřesťanů proti křesťanům. V Brazílii nyní žijí boj nebo zažívají boj Boha proti ďáblu. A polovina z toho, co se děje v Brazílii, tak se v Brazílii v podstatě nerozhoduje. Lula samozřejmě tam má velkého pomocníka, čímž není nikdo jiný než filantrop Soros. A v podstatě ten za něj odvádí polovinu jeho práce. Takže ano, proti tomuto zlu v Brazílii nyní velmi silně bojují. Tak. Wir haben hier weitere Frage. Máme zde další dotaz. Díky za informace, pánové. Mám obavy, že pokud se pokusíme vystoupit z EU příliš pozdě, nebudou mít sousedé žádný problém nám v tom i třeba zabránit, protože máme snad nějaké přátele ještě. Budeme na tom úplně nejhůř, než to dojde i jiným národům. Mějte odvahu vystoupit a modleme se. Emma. Das ist mehr Fernando jetzt Frage, die also für hier, für die Europa. Vielen Dank für die Informationen an beiden. Ich habe Sorgen, dass wenn wir versuchen, aus EU austreten, also zu spät, dann werden die Nachbarn keinen Problem haben, also das zu verhindern, weil haben wir vielleicht noch irgendwelche Freunde. Wir werden da in die schlimmste Lage. Und ja, bitte sei mutig, aussteigen und wir sollen beten. Emma, so. Fernando. Ja, das, die Herausforderung ist so groß, und die Bösen haben diese Eigenschaft, dass sie besser bei Verschwörungen dastehen als die Guten. Aber wir haben Gott zu unserer Zeit und Gott kann vieles bewirken in den Seelen der Menschen und auch in der Geschehnis. Wir sollen dann beten. Und wir bedanken uns sehr, wir Brasilianer, für die Gebete unserer Freunde in Tschechien. Vielen Ich Dank. bitte sehr, dass Sie uns beistehen. Das können Sie machen, indem Sie für uns beten. Takže Fernando říká, protože máme poslední minutku do konce, že stojíme samozřejmě před velkými výzvami, ale že při nás stojí Bůh, takže samozřejmě to nám dává všem sílu a měli bychom, a že toto určitě jednoho dne vyhrajeme. Fernando,
letzte Minute unserer Sendung. Vielen Dank für deine Zeit. Also ich freue mich und unsere Zuhörer auch, dass du heute bei uns warst. Ich wünsche dir und Brasilien alles Gute und vielleicht werden wir unsere Sendung wiederholen. Ja, ich bedanke mich sehr für das Interesse von den Tschechen, von Brasilien. Ich habe auch wahrgenommen die Freundlichkeit der Fragen, die gestellt wurden. Ich bedanke mich sehr. Wir brauchen jetzt diese Wärme, diese Unterstützung von anderen Ländern der Welt. Ich bedanke mich sehr und würde ganz gern